Für mich ist die Persönlichkeitsentwicklung definitiv nicht nur der Schritt vom Kindesalter bis zum Erwachsenwerden, bis 18 oder 21, sondern das geht noch viel weiter. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute befinden wir uns im ersten Video der Rubrik Persönlichkeitsentwicklung. Ja, wie auch in dem Bereich Fitness und wie ich auch in dem Bereich Geld erstmal ein kleines Intro die erste Woche machen werde, werde ich das auch natürlich in diesem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung machen. Was ist für mich Persönlichkeitsentwicklung? Was sehe ich darunter? Und warum sehe ich das Potenzial, eine Videoreihe nur über Persönlichkeitsentwicklung zu starten? Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen ist halt ein Wort, was sich zusammensetzt aus zwei kleineren Wörtern, die Persönlichkeit und die Entwicklung. Ich habe hier mal auf die Seite mir gezogen, was das Ganze bei Google bzw. laut Definition des Wörterbuchs rausgibt. Und zwar ist das die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, macht Sinn. Darunter steht in Anführungsstrichen die Rolle der kommunikativen Kompetenz für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Ja, also Persönlichkeitsentwicklung ist quasi die Entwicklung der Kinder. Ich meine, immer wenn wir wachsen, wenn wir natürlich von Kind auf immer älter werden, entwickeln wir uns natürlich. Wir haben eine andere Persönlichkeit im Laufe der Zeit. Wir merken ein bisschen mehr, was wir wollen. Als Kind beispielsweise, man baut einen Lego-Turm, der Turm fällt zusammen, man baut den Turm nochmal, er fällt zusammen, man baut den nochmal und irgendwann funktioniert's. Als Erwachsener, die meisten Leute würden, wenn sie überhaupt einen Lego-Turm bauen, das Ding aufbauen, es fällt um und sie würden sagen, so eine Scheiße funktioniert nicht. Mache ich was anderes. Und das ist ein Riesenpunkt meiner Meinung nach im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weswegen ich das auch so interessant finde, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, ist es Zufall, dass ein Kind 2 bis 3 Jahre braucht, um eine komplette Sprache zu lernen und ein Erwachsener, der eigentlich ja viel intelligenter wirkt, mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte braucht, um eine Sprache wirklich gut zu beherrschen? Also ich persönlich sehe da viele Fragen hinter oder viele Möglichkeiten, wo ich mir so denke, warum ist das überhaupt so? Und deswegen hinterfrage ich gerne. Das hat mir damals mein Lehrer, ich weiß nicht, ob ich ihn mochte, kann man nicht so sagen, aber eine Sache habe ich definitiv von ihm gelernt und das ist alles zu hinterfragen und das finde ich auch extrem wichtig, das würde ich euch auch mit an die Hand geben, dass ihr alles hinterfragt. Nichts ist selbstverständlich und nichts muss so akzeptiert werden, wie es ist. Hinterfragt alles. Wenn eure Lehrer euch irgendwas fragen, hinterfragt das. Wenn euch irgendjemand was verkaufen will, hinterfragt das. Alles Mögliche. Jetzt müssen wir kurz das Flugzeug abwarten. Ja. Ja, ich glaube, ich mache mal kurz das Fenster zu, ist vielleicht besser. Ah. So, Fenster geschlossen, weiter kann's gehen. Für mich ist die Persönlichkeitsentwicklung definitiv nicht nur der Schritt vom Kindesalter bis zum Erwachsenwerden, bis 18 oder 21, sondern das geht noch viel weiter. Ich meine, klar, unser Leben ist vorgegeben. Wir sind als Kinder, haben wir eine Schonfrist, kommen in die Spielgruppe oder in den Spielkreis, sind dann irgendwann im Kindergarten, kommen in die Grundschule, kommen irgendwann in die große Schule, machen eventuell unser Abitur, machen dann eine Ausbildung und das sind alles so Steps, die gehen so zwischen 3 und 6 Jahre. Und ab dann, wenn wir ausgelernt sind, mit der Ausbildung fertig sind, ab dann sollen wir 40 Jahre lang arbeiten und das Gleiche machen. Ich persönlich sehe das nicht so, dass es wirklich das ist, wofür wir Menschen geschaffen sind. Natürlich müssen wir arbeiten, viele Arbeiten müssen ausgeführt werden und viele Leute akzeptieren das auch und das ist dann auch gut so. Man braucht auch Arbeiter, die 40 Jahre in dem gleichen Bereich sind, damit sie sich damit einfach extrem gut auseinandersetzen können und sich damit auskennen. Aber ich denke, das ist nicht für jedermann die richtige Sache. Und ich denke, die Weiterentwicklung ist auch überall extrem wichtig. Und ich analysiere das Ganze ganz gerne ein bisschen, weil ich halt sehe, dass da extrem viel mehr Potenzial hintersteckt als uns das normale System. Es hört sich jetzt an, als ob ich ein Illuminat wäre. Ich sehe da auf jeden Fall mehr Potenzial hinter, als uns vielleicht erzählt wird oder als uns vorenthalten wird. Und aus diesem Grund mache ich diese Rubrik, weil ich da halt extrem ein bisschen mehr drauf eingehen möchte und auch mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Weil für mich ist es nicht nur der Schritt von Kleinkind zum Erwachsenen, sondern auch dann finde ich das extrem wichtig. Und gerade bei mir ist jetzt der Punkt, wo ich mit der Ausbildung zu Ende bin, wo ich mit in die Arbeitswelt gehe. Und möchte ich jetzt mein Leben lang einen 9-to-5-Job haben, wo ich am Ende des Monats 2000 netto auf dem Konto habe und dann 40 Jahre so leben und irgendwann von 400 Euro Rente versuchen, irgendwie klarzukommen, wenn wir überhaupt Rente kriegen? Ich meine, in 20 Jahren haben wir doppelt so viele Rentner wie Arbeiter. Wie soll das funktionieren?
Ja, das hinterfrage ich auch. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der meiner Meinung nach hinterfragt werden muss. So klar, man kann sagen, ich zahle meine Rentenkasse, die müssen mir das Geld geben, aber sie können dir das Geld nicht geben, wenn sie das Geld selber nicht mehr haben. Und deswegen ist für mich dieses Hinterfragen extrem wichtig. Das ist halt auch, wie gesagt, der Grund, weswegen ich mehr auf die Persönlichkeitsentwicklung weitergehen möchte, weil die Entwicklung der Persönlichkeit ist halt für mich das lebenlange Lernen. Und das ist auch, finde ich, extrem wichtig. Wenn man erfolgreich sein möchte, wenn man mehr haben möchte, muss man nun mal auch mehr tun. Und für alle Menschen, die dazu bereit sind, die sollten das dann auch machen und Hand anlegen und nicht einfach nur träumen und denken, ach, das wird schon alles, das wird schon alles, weil im Endeffekt wird das nichts. Klar, wir können uns jetzt, guck mal, wir bauen jetzt, wir sind irgendein Säugling, wir können gar nichts, bauen uns dann, bis wir vielleicht 22, vielleicht mit Studium 25 sind, bauen wir uns auf. Wir lernen immer mehr, wir bauen immer mehr Wissen auf und dann verdienen wir irgendwann Geld mit dem Wissensstand, den wir haben und die Linie ist einfach gerade. Okay, vielleicht machen wir mal einen Lehrgang. Vielleicht haben vielleicht haben wir eine Gehaltserhöhung von 2-3%, aber im Endeffekt, der Wert ist immer noch hier, dank Inflation, dank den ganzen äußeren Einstellungen. Und aus diesem Grund, warum sollte ich ab 25 aufhören zu lernen und dann einfach nur so bleiben, wie ich in dem Moment bin? Weil dann kann ich auch nicht mehr erwarten, dass ich mehr Geld kriege. Und ganz ehrlich, dann gaukeln die Unternehmen einem vor, okay, du kriegst pro Jahr 2% mehr Gehalt. Herzlichen Glückwunsch, die Inflation letztes Jahr war 2,4%. Das heißt, ich habe im Endeffekt am Ende des Jahres weniger Geld als ein Jahr davor. Trotzdem denkt mein Kopf aber, cool, ich habe 2% mehr Gehalt. Herzlichen Glückwunsch, bringt einem leider gar nichts. Und deswegen ist für mich lebenslange Lernen das extrem Wichtige. Natürlich kann man mal sagen, okay, ich gönne mir mal eine Pause. Ich war auch ein paar Monate in Australien, da habe ich jetzt auch nicht groß was gelernt. Zumal ich sagen muss, wenn man ehrlich ist, hat man was gelernt, weil was hier oben passiert, ist was anderes, als was ich die ganze Zeit nur vom Zettel ablese. Und ich habe sogar, wenn ich ehrlich bin, in Australien eine Menge gelernt. Sei es Selbstbewusstsein, sei es die englische Sprache, alles Mögliche. Also ich finde immer, Abwechslung ist im Leben ein extrem wichtiger Faktor. Und selbst die Sachen, die uns als Urlaub erscheinen, können wir positiv nutzen. Wenn wir nach Italien für 2 Wochen fahren, klar können wir sagen, okay, ich chill mich da den ganzen Tag an der Sonne, ist cool. Man kann in die Stadt gehen, man kann sich ein bisschen was angucken, dabei lernt man ja schon. Und wenn man sich dann sogar noch versucht, kommunikativ mit den Leuten auseinanderzusetzen, dann kriegt man auch noch was von der Sprache mit, von der Kultur. Und das ist auch wieder alles Mögliche etwas, was mit in die Persönlichkeit einfließt, was ich persönlich, wie gesagt, extrem wichtig finde. Natürlich muss ja jeder seine eigenen Ansichten haben. Ich wollte euch nur meine Ansichten mitteilen, damit ihr wisst, was euch erwartet, falls ihr euch diese Videos hier weiterhin anschauen wollt. Wenn das Ganze nichts für euch ist und ihr euch sagt, ich will einfach irgendwann mit 23 fertig sein mit der Ausbildung, möchte dann mein Leben lang 2,5 netto verdienen. Wenn ich 60 bin und dann 30 Jahre gearbeitet habe, kriege ich vielleicht 3 netto. Cool. Für den, das was ist, der kann es gerne machen. Ich möchte nicht unbedingt ein normales Standardleben haben. Klar, ich arbeite auch ganz normal, ich habe auch meinen Job, aber ich versuche halt auch, meinen Job mehr auszukosten, beziehungsweise das Geld, was ich einnehme, so zu verwenden, dass ich mehr als 2.500 theoretisch am Ende des Monats über habe oder 2.000, je nachdem, wie viel man verdient. Das war meine Einstellung zur Persönlichkeitsentwicklung. Falls ihr euch damit identifizieren könnt, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren. Checkt auch meine anderen Videos aus. Ansonsten, wenn das nichts für euch ist, alles gut, dann könnt ihr euch ja nach Videos umschauen, die euch dementsprechend mehr zusagen. Mir jetzt auf jeden Fall, mich hat es gefreut, dass ihr so lange zugeschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video oder auch nicht. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, Leute.